schafft sogar Hück selbst an alle Litfaßsäulen seines Reiches. Dieser Märchenerzähler hieß Norbert Blüm. Die Renten sind sicher. Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Und damit ja niemand an diesen Märchen zweifelt, hat sich der nächste Minister anno 2001 auch noch als Zauberer vorgestellt. Einer, der die Mathematik überlisten kann. Wir werden sicherstellen, dass über 10 Jahre der Rentenversicherungsbeitrag nicht mehr über 19% und 20 Jahre nicht mehr über 20% steigt. Daran können Sie mich erinnern und daran können Sie uns messen. Aber nach der Bundestagswahl war Minister Richter weg und sein Schwur entpuppte sich als fauler Zauber. Als sich die neue, alte Regierung vorstellte, musste sie auch eine Erhöhung der Rentenbeiträge auf 19,5% verkünden. Und das war wohl nicht die letzte in diesem Jahr. Der Glaube an den Goldesel ist halt gar zu schön. Doch weil immer mehr Menschen immer länger von ihm leben wollen, wird es aus diesem Märchen schon bald ein böses Erwachen geben. Das ist Hanmünden, eine Stadt an der deutschen Märchenstraße mit rund 27.000 Einwohnern. Die Kulisse der Fachwerkhäuser erinnert an die Geschichten der Gebrüder Grimm. Und in Hanmünden lässt sich, wie in jeder deutschen Region, deutlich machen, warum die Geschichte von der sicheren Rente auch nur ein Märchen ist. Nur nicht so schön wie die alte Stadt. Im üppig ausgestatteten Kreissaal im Krankenhaus bereitet die Hebamme alles für die nächste Geburt vor. Das kann noch lange dauern. Von Jahr zu Jahr hat sie weniger zu tun. Das liegt aber nicht daran, dass die Frauen immer weniger Kinder bekommen, sondern daran, dass es jetzt schon Jahrgang für Jahrgang immer weniger Frauen gibt. Nebenan sitzt Ulrike Schiemann einsam im Stillzimmer der Geburtsstation. Felix, 4160 Gramm schwer, wird sich in 3 Jahren aussuchen können, welchen der dann vielen halbleeren Kindergärten er besuchen will. Denn im Kindergarten wird zuerst deutlich, welch unerbittliche Konsequenz der Rückgang der Geburten in Deutschland hat. In den nächsten 3 Jahren sinkt die Zahl der Kindergartenkinder allein in Hanmünden um 144, das sind 20% weniger und das ist deutscher Durchschnitt. Das steht fest, denn die Schwangerschaften fürs Jahr 2002 und früher sind abgeschlossen. In 15 Jahren dann herrscht in deutschen Kindergärten die große Leere und auch daran kann sich nichts mehr ändern. Denn wir können ja keine Frauen im gebärfähigen Alter aus aller Welt einführen, damit sie schnell für Nachwuchs in den deutschen Kinderzimmern sorgen. Und eigene Frauen, wie schon gesagt, die haben wir nicht mehr genügend. Die wurden schon in den 70er Jahren nicht mehr gezeugt. Dafür herrscht hier kein Mangel an Nachfrage. In Hanmünden, wie überall, steigt der Bedarf an Seniorenheimen. Denn es gibt immer mehr ältere Mitbürger. Und da die Gelder, von denen die Alten hier leben, erst im Monat zuvor den Jungen vom Arbeitseinkommen abgezogen wurden, weil es also so gut wie keine Reserven gibt, müssen die Rentenbeiträge der Jungen ständig erhöht werden oder wir müssten die Renten der Alten kürzen. Beides scheuen die Politiker wie Pest und Cholera. Und so erfanden sie vor Jahrzehnten schon das Märchen von der sicheren Rente. Aber weil das Märchen heute niemand mehr glaubt, hat die Regierung Professor Bert Rürup damit beauftragt, eine Kommission zu bilden, die alle Realitäten zusammentragen soll, die sich für die Tagespolitik nicht eignen. Seit November tagt die Kommission. In ihr sind alle gesellschaftlich relevanten Gruppen repräsentiert, die mit Sozialpolitik etwas zu tun haben. Denn eines ist klar. Hier geht's ans Eingemachte des 150 Jahre alten deutschen Sozialsystems. Und Rürup macht deutlich, dass in der Kommission kein Platz für Märchen ist. Es gibt keine sicheren Renten. Alle Rentenansprüche sind immer Ansprüche an ein zukünftiges Sozialprodukt.
Und damit sind Renten immer so sicher die wirtschaftliche Entwicklung ist. Nur was man machen kann, man kann Renten sicherer machen, indem man sie auf eine breitere Basis stellt, indem möglicherweise bestimmte internationale Effekte berücksichtigt. Aber sichere Renten im Sinne eines garantierten Zahlbetrags oder einer Entwicklung, die kann es nicht geben, da die wirtschaftliche Zukunft unsicher ist. In Freiburg treffen wir ein Mitglied der Rürup-Kommission, den 45-jährigen Finanzwissenschaftler Professor Bernd Raffelhüschen. Er hat sich auf die sogenannte Generationenbilanz spezialisiert, mit der sich berechnen lässt, welche Generation zu Lasten einer anderen über ihre Verhältnisse lebt. Seine Forschungsgruppe wird mittlerweile von Versicherungen und internationalen Konzernen mit unterstützt. Können Sie doch einigermaßen verlässliche Aussagen darüber treffen, welche Jahrgänge das Volksvermögen verprassen und was das für die Zukunft der Renten- und Kapitalmärkte bedeutet? Auf den ersten Blick schauen wir respektvoll auf die Generationenformeln, die sich über mehrere Seiten hinwegziehen. Und fast entwickeln wir Verständnis für unsere Politiker, die damit nichts anfangen können. Das scheint ja wahnsinnig kompliziert. Wer versteht denn das? Nun, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Im Grunde genommen ist es komplizierter an der Generationenbilanzierung die Datenbeschaffung. Und das ist das, was uns Jahre immer beschäftigt hat, um die entsprechende Analyse zu erstellen. Beschäftigen sich Politiker damit? Waren die schon hier? Die Politiker verstehen es mehr und mehr. Am Anfang war es recht schwer, das verständlich zu machen. Aber ich denke mir, langsam ist jedermann klar, dass die Nachhaltigkeitsmessung eine wichtige politische Entscheidung auch ist. Und die Konsequenzen? Nun, die Konsequenzen sind teilweise so drastisch und so dramatisch, dass man für die schlechte Botschaft, die damit verbunden ist, oftmals als Politiker, sagen wir mal, seinen Kopf riskiert. Für die Forschungsgruppe um Professor Raffelhüschen ist es immer noch schwierig, zuverlässige Statistiken über die Zusammensetzung und Entwicklung unserer Bevölkerung zu bekommen. So wurde aus politischen Gründen jahrelang die Verlängerung der Lebenserwartung vom Statistischen Bundesamt nicht veröffentlicht, was zu völlig falschen Rentenberechnungen führte. Und während sich die Politik vor der Wahrheit drückte und das Märchen von der sicheren Rente pflegte, lief das Rentensystem auf Grund. Nun, die Summe, sagen wir mal, die wir noch bräuchten, um die Rentenversicherung so auf den Status zu stellen, dass unsere Kinder es so haben wie wir, das wäre in etwa ein halbes Jahr Arbeiten für jedermann in Deutschland, alles zurücklegen und für die Kinder aufbewahren. Also 100% Steuern für ein halbes Jahr? 100% Steuern für ein halbes Jahr, das wäre in etwa das, was wir bräuchten. Ist ja undenkbar. Also was ist denn realistisch? Na, realistisch ist es, dass wir im Grunde genommen, sagen wir, jedes Jahr einfach ein bisschen was zulegen an Belastungen. Und für wen wir das tun, naja, da müssen wir uns drüber unterhalten, was wir als gerecht empfinden. Aber was heißt das für die Masse der Arbeitnehmer, denen bisher erzählt wurde, dass ihre Rente sicher sei und sie sich um nichts zu kümmern brauchten? Plötzlich müssen sie sich mit Begriffen wie umlagefinanzierter, steuerfinanzierter oder kapitalgedeckter Rente auseinandersetzen. Wir versuchen, mit einem internationalen Vergleich den Dschungel zu lichten. Im niederländischen Bunschoten, nicht weit von Amsterdam, hat Polynorm, ein Automobilzulieferbetrieb, seinen Hauptsitz. Hier sind 600 Mitarbeiter beschäftigt, die Karosserieteile herstellen. In Schwäbisch Gmünd ist der Sitz der deutschen Filiale mit ähnlichen Produkten und mit ungefähr der gleichen Zahl von Mitarbeitern. Und das ist die Werkhalle von Polynorm bei Detroit in den USA. Wieder vergleichbare Produkte und die gleiche Zahl von Mitarbeitern. Der deutsche Andreas Geiger verdient 3.050 Euro brutto im Monat. Netto sind das 2.070 Euro, wovon er Frau, zwei Kinder und ein Haus unterhalten muss. Die Rentenversicherung kostet ihn 297 Euro. Dieselbe Summe zahlt auch noch einmal der Arbeitgeber. Das macht also 594 Euro pro Monat. Der Niederländer Bernd Kohlewein kommt auf 2.600 Euro im Monat. Steuern und Abgaben senken sein Nettoeinkommen auf 1.600 Euro. In den Steuern sind 465 Euro, also 17,9% des Bruttogehaltes, für die Renten enthalten. Der 43-jährige Amerikaner Dave Barth kommt auf 4.500 Euro im Monat und hat nach Abzügen immerhin noch 3.600 Euro netto. In den Abzügen
sind 7,8%, also 351 Euro für die Rentenversicherung enthalten. Auch in den USA muss der Arbeitgeber den gleichen Betrag zusätzlich abführen, macht zusammen 702 Euro. Alle drei verrichten die gleiche Arbeit, wenn auch mit verschiedenen Arbeitszeiten. Die Rentensysteme allerdings sind kaum miteinander zu vergleichen, auch wenn sie auf den ersten Blick nach 40 Jahren Arbeit etwa die gleiche Rendite ausweisen. Schritt für Schritt decken wir die doch gravierenden Unterschiede auf für Andreas Geiger, Bert Kohlewein und Dave Barth. Nach heutigen Gesetzen und heutiger Kaufkraft und 40 Jahren Arbeit kann Andreas Geiger aus der gesetzlichen Rente monatlich 1.400 Euro erwarten. Bert Kohlewein 1.150 Euro, die aus dem Steueraufkommen jedem niederländischen Bürger zustehen, ob er gearbeitet hat oder nicht. Das bedeutet, seine Frau erhält garantiert denselben Betrag und so kommt das Ehepaar auf 2.300 Euro. Dave bekommt 1.233 Euro, wenn er mit dem 62. Lebensjahr aufhört zu arbeiten. Er kann diesen Betrag bis auf 2.128 Euro steigern, wenn er bis zum 70. Lebensjahr weiterarbeitet. Erst dann muss er in den USA in Rente gehen. Jetzt aber entdecken wir erst, was die wirklichen Unterschiede sind. Der Niederländer Bert Kohlewein profitiert nämlich noch von der obligatorischen, staatlich geförderten, kapitalgedeckten Zusatzrente, in die er 148 Euro steuerfrei einzahlt und die ihm später mindestens 428 Euro pro Monat bringt. In jedem Fall sind insgesamt 70% seines Grundgehaltes garantiert. Und auch der Amerikaner Dave Barth wird später eine Zusatzrente erhalten. 200 Euro spart er dafür monatlich, staatlich gefördert. Die örtliche Bank rechnet uns vor, was er erwarten kann. Wenn Dave sein Geld konservativ anlegt, würde er, schätze ich, 3% Zinsen erzielen. 3% in den nächsten 21 Jahren bringen ihm 142.000 Dollar. Rechnen wir im Vergleich mit 10% Zinsen auf seine Einzahlungen, dann werden es 480.000 Dollar. 10%, das ist der klassische Aktienmarktgewinn. Wenn wir einen durchschnittlichen Gewinn nehmen, den ich mit 6% ansetze, was eine konservative Einschätzung ist, dann wird das Ergebnis so bei ca. 236.000 Dollar liegen. So entscheidet der Amerikaner je nach Risikofreude über die Sicherheit und Höhe seiner Rente. Wir fassen zusammen. Beim deutschen Umlagesystem kommt Andreas Geiger bei einem monatlichen Aufwand von 594 Euro auf rund 1.400 Euro Rente nach heutiger Kaufkraft. Die niederländische steuerfinanzierte Grundrente und die kapitalgedeckte Zusatzrente kostet Bert Kohlewein 613 Euro und bringt ihm 1.500 Euro im Alter. Die umlagefinanzierte Grundrente zusammen mit der staatlich geförderten Kapitaldeckung in den USA kostet Dave 902 Euro und beschert ihm bei einem mittleren Risiko rund 3.100 Euro monatlich. Zwei Dinge werden deutlich. Je höher die Kapitaldeckung, umso höher die Rente. Und das ist genauso wichtig. Wer eine hohe Rente haben will, muss lange arbeiten und viel einzahlen. Die Frage ist nur, ob wir in Zukunft unser Geld lieber den Politikern oder lieber den Kapitalmärkten anvertrauen sollen. Spätherbst 2002. Polynorm hat mit der Kreissparkasse Ostalb eine Vereinbarung getroffen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen. Auch Andreas Geiger will davon Gebrauch machen. Diese Zusatzrente fußt auf dem sogenannten Riester-Modell. Danach können 4% des Bruttoeinkommens staatlich gefördert angelegt werden. Der Berater erklärt, wie sich die monatliche Einzahlung zusammensetzt. 33 für diese vermögenswirksamen Leistungen plus 127,67, die von Ihnen selber kommen, plus diese 19 Euro, die vom Arbeitgeber kommen, gibt für Sie
180 Euro monatlich, was in Ihre Rentenversicherung einfließt. Und mit diesem Betrag rechnen wir jetzt auch. Und nun rechnet der Sparkassenangestellte Andreas Geiger vor, was er von dieser Zusatzrente erwarten kann, je nachdem, ob er sie sehr konservativ, eher mit mittlerem oder mit hohem Risiko anlegen will. Im Grunde genommen ist die Riester-Rente nichts anderes als das sehr erfolgreiche Modell der USA, nur dass wir über ein Jahrzehnt später damit anfangen. Das verblüffende Ergebnis: 594 Euro muss Andreas Geiger in die staatliche Rente einzahlen und bekommt dafür wahrscheinlich nach heutiger Kaufkraft 1.400 Euro Rente. Für die 180 Euro, die er jetzt als Riester-Rente bei der Sparkasse anlegen wird, bekommt er mit 63 Jahren bei mittlerem Risiko 1.100 Euro. Schade nur, dass wir Jahrzehnte den Arbeitnehmern diese satte Rendite vorenthalten haben. Stattdessen hängt sein Rentenschicksal noch immer von diesem Gebäudekoloss in Berlin-Wilmersdorf, der BFA oder den Landesversicherungsanstalten ab. Für 16,7 Millionen Deutsche ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte die wichtigste Adresse, wenn es um die Rente geht. Über 20.000 Mitarbeiter sind hier damit beschäftigt, jährlich 210 Milliarden Euro an die ehemaligen Angestellten zu überweisen. Für die Arbeiter sind die Landesversicherungsanstalten zuständig, in denen noch einmal 47.000 Mitarbeiter 200 Milliarden Euro Renten auszahlen. Unvorstellbar, diesen Behörden ginge das Geld aus. Denn 9 Millionen Rentner hängen von ihnen ab. Immerhin stehen die Türen jedem Zwangsmitglied offen. Als erstes sieht der Besucher Dutzende von Informations- und Aufklärungsschriften, die ahnen lassen, dass die Rentengesetzgebung für den Normalbürger viel zu kompliziert ist, um sie ohne Hilfe zu verstehen. Fremdwort Rente heißt deshalb eine Fibel, die 250 Begriffe zu erklären versucht. Von einer Beraterin wollte ich mir die Rente ausrechnen lassen, um damit mir selbst klar machen zu können, was ich in Zukunft zu erwarten habe. Das hört sich dann so an. Also die Rentenberechnung, ich habe hier mal eine Broschüre, wo man das immer sehr schön nachvollziehen kann. Ihre Rente berechnet sich im Grunde Ihr Jahresbruttoverdienst aus einem Jahr geteilt durch den Durchschnittsverdienst aller Versicherten aus diesem entsprechenden Jahr. Und höchstens natürlich immer unsere Beitragsbemessungsgrenze. Und daraus ergeben sich sogenannte Entgeltpunkte. Und jeden Entgeltpunkt kann ich dann in einen Euro-Rentenbetrag umrechnen. Wie hoch ist so ein Entgeltpunkt? Der aktuelle Rentenwert, das heißt also, wenn ich einen Entgeltpunkt hätte, ist zurzeit in den alten Bundesländern 25,86 Euro und in den neuen Bundesländern 22,7 Euro. Alles klar, nichts ist klar. Die Rentenformel besteht aus mathematischen Berechnungen mit sich ständig verändernden Zahlen. Damit ist es für einen Normalbürger unmöglich, sich seine Rente genau auszurechnen. Er muss dem Staat und dieser Behörde vertrauen. Das Herz der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte nur durch besondere Sicherheitsschleusen zu erreichen, die elektronische Datenverarbeitung, wo alle persönlichen Daten der Versicherten gespeichert, wo die Millionen Rentenbescheide ausgedruckt und versandt werden. Jeder Brief, der hier rausgeht, ist bares Geld wert. Und so wollen wir wissen, wo ist das Geld? Mit den Rentenbeiträgen läuft das so: Der Arbeitgeber zahlt die Beiträge an die Krankenkasse als Einzugsstelle. Und die Krankenkasse verteilt dann die Beiträge auf die Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung, also auf die Arbeitslosenversicherung, auf die Rentenversicherung, auf die Krankenversicherung. Und die BFA bekommt dann im Prinzip diese Meldung hier vom Arbeitgeber oder beziehungsweise von der Krankenkasse. Und daran sehen wir, dass auch Beiträge gezahlt sind. Für uns, für die Rentenfeststellung, ist erstmal wichtig, dass wir hier die Entgelte haben, aus denen dann eben die Renten gezahlt werden. Mehr Cash ist hier nicht. Mehr Cash ist hier jetzt erstmal nicht. Wir halten fest, diese Zahlenkolonnen sind der einzige konkrete Hinweis, dass es eine Forderung des Versicherten gibt. Das Geld wird vom Versicherten und vom Arbeitgeber an die Krankenkassen überwiesen,
von wo aus es zur Postbank geht, die es schließlich auszahlt. Cash ist nirgendwo vorhanden. Die imaginären Kapitalreserven der Bundes- und Landesversicherungsanstalten, die sich in den Zahlenkolonnen widerspiegeln, sollen gerade noch für einen halben Monat reichen. Das wollen die Politiker so. Die deutsche staatliche Rentenversicherung ist ein System, das von der Hand in den Mund lebt, auf ständigen Zufluss angewiesen ist, damit der Abfluss sicher ist. Alle Forderungen der Versicherten an den Staat sind ungedeckte Wechsel, die nur durch die Arbeit der zukünftigen Generationen eingelöst werden können. Wir werden in das Dezernat 4423 geführt. Die Renten aller Angestellten Deutschlands, die am 23. eines Monats Geburtstag haben, werden hier betreut. Das heißt auch, dass durch diese Abteilung jeder Rentenantrag läuft und falls er berechtigt ist, wird aus einem Einzahler ein Empfänger. Und hier spielt sich das schleichende Drama der deutschen Rentenversicherung ab. Die Einzahler werden immer weniger, die Empfänger immer mehr. Und deshalb müssten aus mathematischen Gründen eigentlich die Einzahler immer mehr bezahlen oder die Empfänger immer weniger bekommen, denn wie schon gesagt, Cash gibt es nicht. Hier ist so viel Cash wie nirgendwo auf der Welt. Und nirgendwo wird über so viel Renten und Pensionen entschieden wie hier. Die Wall Street in New York. Wo immer auf der Welt es Börsen gibt, hier in New York wird bestimmt, ob es mit den Kursen aufwärts oder abwärts geht. Und das bestimmen wiederum ganz wesentlich die 3,7 Billionen Dollar der Rentenfonds, die das Geld für die Alterssicherung Millionen amerikanischer Bürger hier anlegen. Wir sind Ende Februar dabei, als um 9.30 Uhr wie an jedem Arbeitstag die Eröffnungsglocke geläutet wird. Der Handel beginnt und wie seit Monaten eher schleppend. Seit über einem Jahr zeigen die Kurse nach unten, bewegt sich auf dem Händlerflur nur wenig. Für alle Gegner einer kapitalgedeckten Altersversorgung ist der Abschwung der Börsenkurse der Beweis, dass man sein Geld nicht Aktien und Aktienhändlern überlassen kann. Kriminelle Manager, undurchsichtige Spekulanten. Gerade die Skandale der letzten Jahre haben die Börse und damit auch die Altersversorgung durch Kapitaldeckung in Deutschland in Verruf gebracht. Zu Recht? Der American Heritage Fund ist eine der erfolgreichsten Kapitalvermögensverwaltungen der USA. Gemanagt wird er von Heiko Thieme, einem Deutschen. Von ihm wollen wir wissen, wie sich die 3,7 Billionen Dollar der amerikanischen Rentenfonds auf die Wirtschaft der USA auswirken und ob sie von der Börsenkrise betroffen sind. Also diese Beträge, Sie sprechen von Billionen, das sind 1.000 Milliarden ist eine Billion. Wir sprechen von mehreren Billionen. Diese Beträge liegen nicht einfach herum als Spargeld, sondern werden in die Wirtschaft, in Industrien investiert. Und von dem Wachstum in dieser Industrie profitiert wieder der Pensionär. Das heißt, hier wird mit dem Geld gearbeitet, während in Deutschland das Geld nicht zum volkswirtschaftlichen Nutzen benutzt wird. Das ist der Unterschied. Und damit läuft Amerika uns voraus. Damit läuft Deutschland der amerikanischen Story hinterher und wird immer ein Stiefkind bleiben, sofern wir unser System nicht ändern. Die große Schwäche vom deutschen System ist, dass der Staat dem Bürger vorgibt, er solle sich nicht um seine Pensionsgelder kümmern. Der Staat tut es selber. Und der Staat hat sich nicht darum gekümmert, sondern er hofft, dass er, wenn der Pensionsfall eintritt, er genug Gelder hat. Die Wolkenkratzer des New Yorker Finanzzentrums drücken die Macht und den Wohlstand aus, die von den Rentenfonds ausgehen. 3,7 Billionen Dollar sind angelegt und erwirtschaften Renditen, mit denen der Ruhestand von Millionen Amerikanern bezahlt wird. Auf eine einfache Formel gebracht. Die US-Renten sind mit 3,7 Billionen Dollar Kapital abgesichert und wir haben die Bundes- und Landesversicherungsanstalten und die haben nichts. Am Südzipfel von Manhattan steht der Bürokomplex Waterfront 55 und er gehört zum Beispiel den Staatsangestellten und Lehrern des Südstaates Alabama. Und dieser Fonds gehört zu den besten der gesamten USA. Also sind wir nach Alabama gefahren, um ein Modell kennenzulernen, das eine Alternative zum deutschen Pensionssystem sein könnte.
Die Hauptstadt Montgomery empfängt uns mit liebevoll restaurierten Straßen, die aus einem Bilderbuch der Zeiten von Onkel Toms Hütte stammen könnten. Alabama, das war jahrzehntelang ein Symbol für Rassenprobleme und Rückständigkeit. Heute überragt das Kapitol eine schmucke amerikanische Stadt, der es sichtbar gut geht. Unübersehbar Bürohäuser aus Granit, Edelstahl und samt den dazugehörigen Garagen gedeckt mit grünen Dächern. Es ist wie im Märchen vom gestiefelten Kater. Da gehörte alles dem Grafen von Carabas. Hier in Montgomery gehört alles mit grünen Dächern dem staatlichen Pensionsfonds. Die Zentrale des Fonds strotzt vor gediegenem Reichtum. Gemanagt wird das Geld von Dr. David Bronner, einem Finanzexperten aus dem Nordstaat Minnesota. Jeder der 300.000 Lehrer und Staatsangestellten muss 5% seines Gehaltes an den Staatsfonds abführen. Bronner will Alabama zu einem wohlhabenden Modellstaat umbauen und das mit Hilfe des Pensionsfonds. Als ich hier angefangen habe, musste der Staat noch 45, ja sogar bis 60% des Geldes für die Pensionen zuschießen. Nun sind wir runter auf 15%. Denn das meiste Geld in den letzten 15 Jahren hat der Fonds erwirtschaftet. So abwegig sich die Geschichte anhört, die Erfolgsstory begann mit Golfplätzen. Durch den knapp 1000 Kilometer langen Staat ließ Bronner eine Kette von Golfplätzen bauen, die alle ihresgleichen suchen. Jeweils 54 Loch hat eine Anlage und ermöglicht so tagelanges Spielen ohne Langeweile. Und selbstverständlich gehört zu jedem Golfplatz ein Luxushotel. Nun, die Idee war, wir stärken die Wirtschaft. Wenn ich die Wirtschaft stärker mache, werden auch die Pensionsfonds stärker. Die Überlegung von Bronner, wenn im Winter im Norden die Golfplätze unter Eis und Schnee liegen, dann muss ich die Manager auf meine Plätze nach Alabama locken. Und wenn sie schon dann einmal hier sind, dann werden sie entdecken, wie schön das Land ist und hier auch investieren. Allein die Tourismuseinnahmen steigerte Bronner so in Alabama von 1,6 auf 6,2 Milliarden Dollar pro Jahr. Und jeder, der die Golfclubs besucht, findet den Hinweis, dass er sich hier auf einem Gelände befindet, das den Pensionären des Staates Alabama gehört und er so mithilft, dass aus Zinserträgen üppige Pensionen wachsen. Und die können sich sehen lassen. Ein ehemaliger Polizeichef, dessen Rente höher ist als sein früheres Gehalt. Ich beziehe jetzt 115%. Das ist großzügig. Es ist großzügig. Und wie viel ist das in Dollar? Ich bin so mit $75.000 Jahresgehalt in Rente gegangen. Und dazu darf er noch unbegrenzt hinzuverdienen. Mit seinen 26 Milliarden Dollar Vermögen greift der Fonds auch in die Investitionspolitik des Staates Alabama ein. So ermöglichte er es, dass sich Daimler Chrysler in Alabama niedergelassen hat und der britische GKN-Konzern in einer Flugzeugfabrik für Airbus Flügel herstellt. Jetzt baut der koreanische Autohersteller Hyundai eine Fabrik für 4 Milliarden Dollar in Alabama. Der ehemals rückständige Agrarstaat glänzt mit einer Arbeitslosenquote von 4,8%, nicht zuletzt, weil die Pensionszahlungen seiner Staatsangestellten auch noch zur Strukturpolitik und zum Wachstum von Alabama beitragen. Bronners Erfolgsrezept? Number one, get the politics out of it. Das Allerwichtigste, halt die Politik raus. Sie müssen bedenken, wenn ich Ihren Pensionsfonds als gewählter Politiker manage, dann gebe ich das Geld einfach aus. Politiker denken in Wahlperioden, aber mein Zeitfenster umfasst ihr ganzes Leben. Meine Ziele sind ganz andere. Ich denke nicht nur in Zeiträumen bis zur nächsten Wahl. Für den Pensionsfonds sind die Zeiträume 30, 40 Jahre. Auf dem Schreibtisch David Bronners steht ein Flugzeugmodell der gerade in Konkurs gegangenen US Airways. Die will Bronner jetzt billig für seinen Fonds kaufen. An diesem Beispiel macht er nebenbei klar, wer in den USA seine Rente verlieren kann und wer auf der sicheren Seite ist.
Nehmen wir das Beispiel der Fluglinien. US Airways und United sind bankrott. Wenn sie beide endgültig vom Markt verschwinden, dann ist die Rente des einfachen Arbeiters durch die Bundesregierung gesichert. Die Manager allerdings, die sich eine Million oder 200.000 Dollar Rente aus dem Betriebsvermögen genehmigt hatten, kriegen auch nur höchstens die 40.000 Dollar, die staatlich abgesichert sind. Also hat der Arbeiter bei einem Bankrott nichts zu verlieren. Eine Straßenszene in den USA. Sie vor allem macht deutlich, wo der eigentliche Grund für die Sicherheit der Renten in den USA liegt. Die Jugend dominiert. Die Geburtenquote stimmt noch. Damit ist die Frage zweitrangig, ob eine kapitalgedeckte oder umlagenfinanzierte Rente sicherer ist. Mit dem System wird nur bestimmt, ob man seine Zukunft in die Hände der Politiker oder der Fondsmanager legt. Zurück in Deutschland. Tarifrunde 2002 im öffentlichen Dienst. Politiker geben den Ton an. Im deutschen System bestimmen sie nicht nur über die Renten, sondern sie entscheiden auch über die Einkommen der Beamten und deren Pensionen. Auch für die Ruhestandsgelder der Beamten deutet sich eine Katastrophe an. Die Pensionsverpflichtungen überwuchern die öffentlichen Haushalte, denn auch für sie wurde kein Euro zurückgelegt. Die Politiker haben das Geld seit Anbeginn dieser Republik an verfressen und nicht auf die Seite gelegt, um die Pensionen dann, wenn sie anfallen, bezahlen zu können. Einmal im Jahr findet das große Beamtentreffen in Bad Kissingen statt. Die Vollversammlung einer der mächtigsten Berufsgruppen unseres Staates. Wir nutzen die Gelegenheit und fragen den Vorsitzenden der Deutschen Beamtenbundakademie, ob schon jemals ausgerechnet wurde, wie viel Kapital der Staat hätte ansparen müssen, damit die Beamten nicht aus dem Haushalt, sondern aus den Rücklagen ihre Pensionen erhalten könnten. Nein, das hat niemand ausgerechnet, das geht auch kaum. Sie müssen ja hypothetisch in die Zukunft denken, das haben wir übrigens bei der Rente auch nicht. Ich glaube, das löst auch die Probleme nicht. Wir haben aber andere Versuche gehabt, die waren sehr ehrenwert. Die Bundespost hat 1973 730 Millionen D-Mark weggelegt für die Bezahlung der Pensionen. Und damals hat der Bundesrechnungshof das moniert, hat gesagt, kommt gar nicht in Frage, das Geld gehört dem Staat und die Bundespost musste den Fonds wieder auflösen. So ist das, wenn Sie solche großen Kapitalansammlungen machen. Wir können es kaum glauben, der Wahnsinn hat auch noch Methode. Und ob das Geld da ist oder nicht, auf die Pensionserwartungen der Beamten hat das keinen Einfluss. Also ich gehe persönlich davon aus, dass maximal die Pension noch 65% der letzten aktiven Bezüge betragen wird. Also ein Wert, der noch deutlich unter dem liegt, was jetzt vorhanden ist. Das erscheint mir. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, was muss man sich darunter vorstellen? Wenn Sie als Beamter des, nehmen wir mal einen Beamten des mittleren Dienstes, tätig sind, dann sind das 1.800 Euro, schätze ich mal, so in etwa. Das sind bei mir, ich schätze mal, so 3.000 Euro netto, brutto erstmal. Etwa 3.000, ja. Sie sind im gehobenen Dienst? Ich bin im höheren Dienst. Ja, wenn es so bleibt, wie es ist und bei dem jetzigen, was ich verdiene, würde ich etwa 1.400, 1.500 Euro kriegen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dann in den 22 Jahren, die ich noch zu arbeiten habe, anschließend ich noch so viel kriegen werde. Wir haben eine grobe Rechnung aufgemacht. Für einen Beamten im höheren Dienst müsste bei konservativer Verzinsung eigentlich ein Kapitalvermögen von 600.000 Euro vorhanden sein. Für einen Beamten des gehobenen Dienstes wären es 350.000 Euro und für den mittleren Dienst immerhin noch 260.000 Euro. Wir wagen eine Hochrechnung. Für die knapp 2 Millionen Beamten, die noch bei Bund, Ländern, Kommunen und der Post im Dienst sind, fehlen also ganz konservativ gerechnet mindestens 700 Milliarden Euro Kapital. Und dies ist der Betrag, den die nächste Generation erwirtschaften muss. Da, wo die Amerikaner 3.700 Milliarden Euro auf der hohen Kante haben, haben wir Zahlungsverpflichtungen von 700 Milliarden Euro. Wir haben deshalb in Freiburg Professor Raffelhüschen auch gefragt, wie sich die Kosten der Beamtenpensionen für zukünftige Steuerzahler auswirken. Nun, wir sehen hier die Altersstruktur der Beamten und man sieht sehr deutlich, dass wir im Grunde genommen ein dreifaches Problem haben. Die Beamten sind, wie die Gesamtbevölkerung auch, wenige,
die demnächst viele finanzieren. Und diese vielen werden immer älter. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir in den 70er Jahren einen unglaublichen Einstellungsschub bekommen haben. Und dieser Einstellungsschub, das sieht man hier als riesengroße, sagen wir mal, Berg von Beamtenlasten, der nicht im Jahr 2030, sondern jetzt und hier und im Laufe der nächsten 15 Jahre auf uns zukommt. Können Sie an einem Beispiel erklären, wie sich das auf die Haushalte auswirkt? Nun, das führt dann dazu, dass der Länderhaushalt in Nordrhein-Westfalen beispielsweise mit einer heutigen Personalausgabenquote von 40% nicht mehr auskommt, sondern dass dort demnächst 50% stehen. Und 10 Prozentpunkte ist mehr als die gesamten Investitionen Nordrhein-Westfalens. Diese Zahl bedeutet, sagen wir mal, dass ca. 5 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich für Personal ausgegeben werden müsste. Und das hieße, dass man in etwa fast alle Universitäten und Theater in Nordrhein-Westfalen, aber auch in allen anderen Ländern Deutschlands schließen müsste, um die entsprechenden Belastungen durch die Personalausgaben zu finanzieren. Wer in der Vergangenheit schon den Märchen von der sicheren Altersversorgung nicht traute und Geld übrig hatte, schloss eine private Versicherung ab. Von diesem Misstrauen haben die Versicherungen nicht schlecht gelebt. Eine, die Nürnberger, haben wir besucht. Ganze Stockwerke sind mit Mathematikern vollgestopft. Wenn Politiker die Mathematik mit Ideologie zu überlisten versuchen, können sie, falls es daneben geht, anschließend die Bürger zur Kasse bitten. Wenn das Versicherungen machen, gehen sie pleite. Haben die Lebensversicherer richtig gerechnet? Sind die Renten wenigstens hier sicher? Das ist hochsicher. Wir garantieren Leistungen auf 30 und mehr Jahre hinaus. Aber die Entwicklung hat gezeigt, dass es auch gefährlich ist, sich vom Kapitalmarkt abhängig zu machen. Davon ist man nur bedingt abhängig. Die ausgesprochene Garantie bleibt. Sehen Sie denn irgendeinen vernünftigen Grund, warum die Altersvorsorge in Deutschland bisher nicht mehr auf Kapitaldeckung umgestellt worden ist? Wir befinden uns ja auf einem guten Weg von Umlage auf Kapitaldeckungsverfahren. Die Weichenstellungen sind sowohl in der privaten Altersversorgung als auch in der betrieblichen Altersversorgung gestellt worden. Es gibt entsprechende gesetzliche Reformen, die das einleiteten. Was muss ich bei Ihnen einzahlen, wenn ich auf eine Spitzenrente von 3.000 Euro kommen möchte? 3.000 Euro, also dann kommen wir ungefähr auf 70 Euro Monatsbeitrag, den der Kunde zu zahlen hat. Allerdings natürlich über einen Zeitraum von 35 Jahren. Na, das klingt ja im Vergleich zu dem, was ich heute aus meiner gesetzlichen Umlagerente bekomme, von der BFA oder der LVA, geradezu gigantisch, monströs. Na, das ist nicht monströs. Die Versicherungsmathematik funktioniert schon seit Jahrzehnten, um zu sagen seit Jahrhunderten. Und es ist auch bekannt, dass für Kunden jüngeren Alters, also sagen wir Alters unter 50 Jahren, die private Absicherung wesentlich preisgünstiger ist als jedes umlagefinanzierte System. Nun gab es auch in Deutschland Politiker, die schon vor Jahrzehnten nicht müde wurden, auf die Gefahren unseres Rentensystems hinzuweisen. Einer davon ist der CDU-Politiker Professor Kurt Biedenkopf. Aber er blieb in seiner Partei ungehört. Die heutige Rentenmisere zeigt, er hatte recht. Was ist das für ein Mechanismus in Ihrer Partei, der jede sachliche Auseinandersetzung verhinderte? Es ist ein Mechanismus, der sich nicht auf meine Partei beschränkt hat, sondern beide große Volksparteien haben mit fast gleichem Wortlaut jede grundsätzliche Diskussion über die gesetzliche Alterssicherung von 1957 abgelehnt. Ich erinnere mich an einen Vorgang 1993, da war ich hier schon Ministerpräsident, und da habe ich mal in einem Interview gesagt, dass für die 40-Jährigen und Jüngeren die Rente nicht mehr sicher sei. Da wurde ich von Norbert Blüm, Heiner Geißler und Herrn Dressler für die SPD fast wortgleich beschuldigt, ich würde den sozialen Frieden und damit die innere Ordnung Deutschlands gefährden. Das heißt, es war gar kein inhaltliches Argument, sondern es war ein Abwehrargument. Und Abwehrargumente dieser Art sind ein typisches Zeichen dafür, dass es ein Kartell gibt. Ein Kartell, das sich auf inhaltliche Debatten nicht einlassen kann, weil es weiß, dass es die nicht besteht. Und viele, die das Rentenmärchen miterfunden haben, die selbst heute noch daran glauben, erzählen jetzt eine neue Geschichte aus dem Land Phantasia. Und auch die zerschellt an der Realität, wie das Beispiel der Märchenstadt Hanmünden zeigt. In den Fachwerkhäusern wohnen heute fast genauso viel ausländische Mitbürger wie Deutsche. Einwanderung heißt jetzt die Zauberformel.
Doch die Ausländer werden die Renten nicht retten. In Hahnmünden haben sie wie überall prozentual nur halb so viele Kinder wie die Deutschen. Sie sind eben schon etwas älter, wenn sie hierher kommen. Sie verjüngen deshalb nicht unsere Gesellschaft. Das ginge nur, wenn wir Babys importieren würden. Die Straßen in den Ausländervierteln zeigen noch ein weiteres Problem. Nach Deutschland kommen eher wenig qualifizierte Arbeitskräfte mittleren Alters. Doch um die umlagefinanzierten Renten am Laufen zu halten, müssten qualifizierte Einwanderer kommen. Genau 181 Millionen in den nächsten 50 Jahren. Das rechnen uns die Bevölkerungsexperten vor. Das ist kein Stoff für ein Märchen. Das ist ein Albtraum. Statt immer neue Ausflüchte zu suchen, müssen wir unser Rentensystem endlich grundlegend umbauen. Ohne das Ergebnis einer Kommission vorwegzunehmen, deutet Professor Rürup die Richtung an. Ein Umlagesystem ist notwendigerweise immer politiknahe. Und damit hat man neben den demografischen und Arbeitsmarktrisiken natürlich auch immer gewisse politische Risiken drin, die darin bestehen, dass man das Rentensystem arbeitsmarktpolitisch instrumentalisiert, beispielsweise über Frühverrentung versucht, bestimmte Arbeitsmarktprobleme zu lösen, aber indem man auch dann aus Beitragsgründen die Leistung reduziert. Das sind politische Risiken. In einem kapitalgedeckten System, in einem privat organisierten kapitalgedeckten System sind diese politischen Risiken natürlich nicht da, weil da der Zugriff der Politik ein geringerer ist. Dafür hat man dann eben andere Risiken. Und das bringt mich eigentlich dazu, dass eigentlich ein sichereres System ein mischfinanziertes System ist, wo man die verschiedenen Systeme, die jeweils unterschiedlich auf ökonomische und demografische Effekte reagieren, zu einem Gesamtsystem kombiniert. Wenn wir stattdessen so weitermachen wie bisher, die Horrorvision. Deutschland anno 2030. Die Generation der ins Alter gekommenen Kinderlosen ist weitgehend unter sich. Die Rente reicht gerade zum Überleben. Kinder und Enkel, die die Rente bezahlen könnten, wurden nie geboren. Dabei haben sich die drei Voraussetzungen für eine sichere Rente nie verändert. Genügend Kinder, genügend Arbeit und genügend Rücklagen. Aber wie war das damals in Deutschland anno 2003? Eine völlig ungenügende Geburtenrate, Massenarbeitslosigkeit und eine gigantische Staatsverschuldung. Alles seit Jahrzehnten. Das Märchen vom Schlaraffenland Deutschland mit der sicheren Rente endet deshalb mit einem bösen Erwachen. Dann sind aber die, die es immer erzählt haben. Und das unterscheidet das verlogene Rentenmärchen von den schönen Geschichten aus den alten Märchenbüchern, politisch längst gestorben.